Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir wollen jetzt eigentlich wieder zurück nach Ark, irgendwie einen Weg finden. Aber hier sind auch einige Gorillas. Alte Dyade. Thyagenfett. Was ist das hier eigentlich? Ich sehe da Löwen. Alt Askamar entdeckt. Was soll das denn jetzt? Warum? Alt Askaman? Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Das ist aber nicht der Weg, den ich gehen wollte, um zurück nach Ark zu kommen. Wenigstens haben wir schon mal die Löwen ein bisschen dezimiert. Vielleicht einmal kurz speichern. Nur um sicher zu gehen, dass wir überleben. Das können wir nicht einsammeln. Schön Feuerelementare. Ich hoffe, ich überlebe das, bevor ich sterbe. Gut, dass wir vorhin gespeichert haben. Das hätten wir, ansonsten hätten wir alles andere auch nochmal neu machen müssen. Okay, die Feuerlimit. Ich lade vielleicht mal mein Leben auf mit ein Stück Käse. Zwei Feuerlimitare. Ich hoffe, ich kann nur einen anlocken. Nein, ich locke gleich beide an. Okay, ersten haben wir gekillt. Bitte stirb einfach. Noch ein Knochenreißer? Nein. Bitte nicht. Scheiße. Scheiße. Ich bin jetzt am Arsch.
Und noch mehr Knochenreißer. Irgendwie muss... Ich muss hier doch irgendwo... einen Weg finden. Nicht zu sterben, oder? Ja, bitte, haut ab. Okay, da unten ist auch wieder ein Kampf. Irgendwie muss ich das noch überleben, oder? So, die haben mich jetzt aus den Augen verloren. Ich hoffe, die bekämpfen sich dann eher gegenseitig, statt jetzt gegen mich. So, essen wir mal eine Cremetorte. Gegen die Panther komme ich an. Gegen so viele von den anderen, also Kreaturen, von den Knochenreißern, da muss ich lieber einen bekämpfen. Ich hoffe, die bekämpfen sich auch gegenseitig hier. Gerade. Du hast mich entdeckt? Okay, ich hoffe, die anderen sind nicht da. Muss noch ein bisschen Leben aufladen. Das waren aber auch gleich drei Panthers. Ich hoffe, es gibt hier jetzt keine Knochenreißer mehr. Dass die sich irgendwohin verlaufen haben. Problem ist, wir müssen da durch. Ein Knochenreißer, okay. Natürlich kommt da jetzt der zweite. Scheiße. Nein! Ich hasse es gerade. Ah, okay, es hat ab hier gespeichert. Der andere ist aber stärker. Die haben also unterschiedliche Stärken. Ja, nur einer bitte.
Genau, nur dich bitte. Ja, vor mir macht ihr auch keinen Halt, hä? Wenn ich abhauen will. Ich will auch nur leben. Vielleicht jetzt nochmal speichern. Ah, okay, der Feuerelementar. Jetzt Abstand. Der explodiert jetzt. Der hat nur Feuersalze. Muss ich dadurch oder? Ich muss dadurch tatsächlich. Ein Knochenreißer. Ah, jetzt haust du ab, Feigling. Okay, was ist mit denen passiert? Da ist noch ein Steppenstampfer. Die sind ja nicht so schwer. Frostpassage. Wo führt der Weg hin? Ich speichere noch einmal. Natürlich muss hier noch so ein Knochenreißer sein. Alter. Gibt's von denen überhaupt irgendwas abgesehen von den Klauen? Nochmal kurz speichern. Okay, wir sind hier auf jeden Fall aus der Wüste raus. Felsbruch entdeckt. Ist jetzt nur die Frage, überleben wir den Weg? Wir haben wieder einen Erinnerungspunkt. So, geschickte Hände. Feuerpfeil. Was macht Feuerpfeil? Gewährt euch eine Handvoll Feuerpfeile, die beim Aufprall detonieren und Feuerschaden anrichten. Drei Pfeile verursachen zusätzlich... Okay, nee. Konzentration. Bögen verursachen 20% mehr Schaden, solange eure Ausdauer über 50% beträgt. Adlerauge. Wenn ihr während des Zielens blockt, könnt ihr heranzoomen. Ich nehme das. Zoomen ist immer gut.
Wollte ich was machen nach, ne? Explodiert das? Ist auch ein Zweigling. Golden Forest. Hier sind wir Türen. Ich will hier jetzt aber erstmal nur drin vorbei. Da ist auch eine Myrade. Frostatronar. Ein Eiterkäfer, na super. Ich hoffe, wir kommen von hier wirklich schnell nach A, wenn wir... Ah, okay, ich weiß, welchen Weg wir gerade gehen. Vielleicht vorsichtshalber nochmal speichern. Okay, durch die Gegner bekommen wir jetzt gerade aber richtig viele Punkte. So, die nächste Kurve nach links. Die irgendwann da hinten ist. Hier sieht es aber auch ganz schön herbstlich aus. Und auch ein bisschen mehr nach Wikinger. Ich glaube, das ist... Ich glaube, hier sind zwei Eiterkäfer. Nee? Erstmal den Eiterkäfer oder erstmal den da? Okay, wir laden noch ein bisschen Leben auf. Vielleicht noch mal kurz speichern. Herzland und Kornhof wäre diese Richtung. Muss ich hier hoch? Federn, Leersalze. Das kann ich nicht aufmachen. Hier nach oben. Ich gehe mal von aus, dass das der Weg ist. Dass wir hier hochgehen müssen.
natürlich müssen hier Vagabunden sein. Ja, geil. Enthaupten muss immer sein. Er hat Stahlpfeile, okay. Ich sehe davon noch mehr. Aber kein Magier zum Glück. Mist. So, kurz, wo ist der andere? Hier. Autsch. Arks letzte Wacht. So, Stahlpfeile. Das ist die letzte Wacht gewesen von Ark. Zauberhoch Essenzgabe Rang 3. Brosch nehme ich mit. Experte kriegen wir nicht auf. Lähmungsgift, Werkzeugkasten. Vielleicht einmal kurz speichern. So, wo sind wir jetzt genau? Ich finde es aber schön, dass wir jetzt mittlerweile richtig weit kommen. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Hier, das ist die Straße. Ich hoffe jetzt nur, die Tiere, die hier sein sollen oder kommen würden, sind jetzt nicht so überschwer, dass wir den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen. Okay, hier sind ganz normale Menschen. Eispranke! Was ist das hier für ein Hof? Eloganus, Braustar? Schreitet wohl, Madame. Schreitet wohl. Honigweinbrauerei Oberhof. Honigbrauerei entdeckt. Hier haben wir einen Esel. Haben wir hier? Gehört das alles zu Kornhof? Junker Borex Hofendeck. Schreitet wohl. Und wie ist die Lage in der Wildnis? Da fragt ihr noch. Diese verdammten Gelbröcke sind überall und sie plündern und morden, wohin sie gehen. Freie Völker Nerims. Das sind Verbrecher, nichts weiter. Lebt wohl. Lebt wohl. Borex-Scheune. Und da vorne haben wir noch eine Myradentour.
Ich finde schön, dass wir jetzt hier mal... Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. So, ich will jetzt mal kurz zum Myradenturm. Dass wir den dann auch mal aufgedeckt haben. Schreitet wohl, verehrter Reisender. Ihr wisst dies vermutlich nicht, aber unglücklicherweise befindet sich die Straße, auf der wir gerade stehen, im Besitz des ehrenwerten Messer Croco. Und leider, leider, leider hat dieser höchstpersönlich angeordnet, dass ein jeder Wanderer einen kleinen Zoll bezahlen muss, damit wir die Straßen in gutem Zustand halten können. Seid also so gut und zahlt. Das erspart uns beiden den Ärger. Das will ich an eurer Stelle noch einmal gründlich überdenken. Glaubt mir, die Magie eines Ordenshüters kann sehr, sehr ungemütlich werden. Glaubt ihr, die Masche zieht bei mir? Ich mach mal das hier. So, so, ein Hüter also. Na gut, ich denke, bei einem heiligen Streiter Malfas würde selbst Messer Croco eine Ausnahme machen. Wir achten ja unseren Pfad. Los, geht weiter. Ich dachte schon, wir müssen ihn töten. Ist auch eigentlich ein Wegelagerer. Myradenwärter? Wer bist du denn? Bauerngardist? Oh, wie süß. Ich mag die. Der ist auch richtig süß. Ist eigentlich nur ein Straßengauner. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Ja, okay. Wir wollen weiter nach Art. Das ist eigentlich nichts weiter als ein Bandit. Hallo, Bruna! Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so fies, echt. Du hast einen Dolch. Kani Braustab. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Was ist denn da vorne los? Und was haben die da für Schilde? Ich sage es nicht noch einmal. Weg mit den Waffen. Damit ihr uns tötet und den Hof niederbrennt? Was haben euch diese armen Menschen getan? Ihr kennt sie doch nicht einmal. Kennt man einen Götzenkranken, kennt man alle. Jetzt legt die Waffen nieder oder ihr werdet es bereuen. Das sind Bauern. Kinder verflucht. Wenn ihr so erpicht darauf seid zu töten, dann tötet uns. Aber bei allem, was recht ist, ihr... Religion ist ein Unkraut, und um ein Unkraut auf Dauer loszuwerden, muss man es an den Wurzeln rausreißen. Glaubt mir, ich tue das nicht gern, aber es ist für das höhere Gut. Für die Freiheit der Menschen! Remese Stiefel, Kyras, Schild. Schreitet wohl. Keine Neuigkeiten? Gut, dass wir denen geholfen haben, den Inderalea. War nicht jung, doch sie war es für ihn. Kein Ort. Was ihm wert, nicht von dannen zu ziehen. Wo sind noch mehr von den Gelbröcken? Vor allem die marschieren hier ein. In ein fremdes Land und meinen einfach, oder besser gesagt in ein fremdes Kontinent, und meinen hier ihre Gesetze hier durchzuziehen. Wir sind jetzt wieder hier. Okay. So, aber jetzt gehen wir mal Richtung Ark.
Und wir müssen vielleicht öfters mal in der Pulverwüste unterwegs sein und alle hier wegestreuen Ausrüstungsteile mal finden. Vor allem, wie sind die Gelbröcke jetzt so weit hier hingekommen? Sind sie nicht irgendwo hier ans Ufer gekommen? Arg nördlicher Wachturm. Ralata Scherer. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Auf dem Rücken eines Myraden, ja, können wir schnell und sicher durch ganz andere reisen. Hm? Hm? So, doch. Monsieur. Mesdames. Monsieur. Das war doch das mit diesen sehr vielen Untoten. Ich speichere einmal, bevor wir da reingehen. Gruft. Vielleicht sind wir jetzt stark genug hierfür. Hier ist nur Knochenmehl. Auch nur Knochenmehl. Hi. So. Die Groschen nehme ich mit. Der hat eine Pfeife. Wir brauchen noch Friedenskraut. Zwei zusätzliche Groschen haben wir gefunden. Dadurch, okay. Was ist das? Der Fahrtbuch 8, die Ankunft. Segen des Lebens Rang 2, ich nehme mal mit. Festlederharnisch, Laterne, Messer, Säge. Ich weiß jetzt nicht, wie... Komm hier hin. Geister brauchen wir nicht. Set des Vielgereisten, Herz des Vielgereisten. Eichenbogen des Mana-Entzugs. Geselle. Mist. So gefüllt, allgemeiner. Markloser Amethyst, nehmen wir mit. Salz, Stahlbrosch lassen wir mal hier. Eine Nachricht. Erika, dein Vater hat uns diese Rolle hinterlassen. Was du an jedem Ort finden kannst, ist seine Absicherung für dich. Aber er hinterlässt sie dir nur, wenn du ihn nach seinem Leben besuchst. Warnung. Fremder, der das liest, mein Gefährte hat sich gegen ungewünschte Eindringlinge abgesichert.
Roll Teleport zu einem unbekannten Ort. Nehmen wir mal mit. Goldbahn nehmen wir mit. Da hinten ist eine Dingswurz. Roter Windwurz. Wofür brauchen wir eigentlich den roten Windwurz? Oder allgemein Windwurz? Steht er gleich auf, oder? Hi, ihr! Haben wir bekämpft? Gift des Leidens? Genesungstrank? Stahlschuhe? Ja, brauchen wir nicht. Noch einen gefüllten Seelenstein? Apropos, und von den Waffen, die wir haben. Hüterbogen des Arkanzorns müssen wir mal aufladen. Hier wird ein Schlüssel benötigt. Okay, wo kriegen wir einen Schlüssel her? Verzauberung Geselle. Okay, hier geht's nicht weiter. Merkwürdiger Sockel. Linke. Ah, hierfür sind die gebraucht. Okay. Okay, jetzt müssen wir definitiv was essen. Noch eine Brezel. So, alter Eisenpfeil. Das nehmen wir mit. Telekinese. Vogel ein, nehme ich mal mit. Was ist da oben? Warum liegen hier die ganzen Toten so einfach rum? Einfach so entsorgt, als wäre das Abfall. Hier hinter ist irgendwie was. Thank you.
Wir müssen in die Richtung. Aber ich gehe erstmal hier hin. Ach, wir sind wieder hier. Na, ihr? So. Gibt es hier sonst noch was zum Einsammeln? Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Na, du? Hier hinten geht's nicht weiter. Okay. Aber definitiv hier. Leben. Eiselementar rufen, Rang 1. Ich möchte nicht Lavendel, ich möchte ihn durchsuchen. Der hat nichts. Was war das für ein Geräusch? Klosters Dunkelhand. Ich komme hier nicht weiter. Ich kann mich da nicht bewegen. Doch. Set ist Nemesis, Nemesis Diadem. Set von Zelna, Zelnas Fäuste. Ring des Nekromanten. Rezept Ambrosia. Ich höre da noch irgendwas. Startschön. Warte mal, Set des Zelna haben wir jetzt. Set von Zelna, Zelnas Bastion. Die Fäuste sind schlechter, aber Set von Zelna, Zelnas Schwingen. Assassinenharnisch. Diadem des Limbus? Irgendwas, was besser ist? Nö. Ah, okay, wir sind jetzt hier. Wären wir weiter geradeaus gegangen, dann wären wir so oder so hier angekommen. Okay. Speicher vielleicht nochmal.
nehme ich mit. Wo führt der Weg? So, jetzt brauchen wir noch mal was zu futtern. Der führt nirgendwo hin. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Und hier. Irgendwas ist dahinter. Hier waren wir aber auch schon mal. Okay, wir gehen jetzt einfach weiter geradeaus. Durch diese Tür, wo wir auch hin müssen. Was auch immer wir da finden müssen. Unterstadt Leichengrube. Speichere einmal, bevor wir da reingehen. Dass schon Verlorene in die Unterstadt gekommen sind, das bereitet mir Sorgen. Ambrosia. So, Feinstahlschild, Salz, Säge, Zange. Erwachter Verlorene. Noch eine Mutasche. So, Unterstadt Marktplatz. Den Jahrzehnten. Unglaublich. Geht weiter. Ja, ich würde gern weiter.
Tealo Arantean ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Professor weiß, wo seine Machtgebiete sind. Ich höre hier Skelette. Papier ist schmutzverkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von zittriger Hand geschrieben. Gunam. Netter Kerl. Einer von den Sichelfritzen. Scheint öfters kommen zu wollen, war richtig rücksichtsvoll und hat immer gezahlt. Warmhalten. Lambert wollte nicht, dass ich seinen Namen rausfinde, aber hat sein Amulett mit dabei. Dachte wohl, eine ranzige Hure kann nicht lesen. Haha, Überraschung. Ist wohl Novize. Als würde mich das einen Scheißdreck scheren. War etwas rau, als wir es getan haben, aber hat gezahlt. Ist kein übler Kerl, glaube ich. Messer Darius, Oberstädter Schnösel und besteht da drauf, mit Messer Darius angeredet zu werden. Wollte mich letztes Mal ums Geld prellen. Hab ihn mit Rocco gedroht. Glaub nicht, dass er wiederkommt. Jorek, armer Schlucker, genauso nach diesem verfickten Zeug süchtig wie ich. Glaub, er ist ein hohes Tier unter den Stahlkraben. Hat sich selbst, als wir gerade dabei waren, immer angeschaut, so als würde er Angst haben, dass gleich jemand reinkommt. Hat großzügig draufgelegt. Ich hoffe, er kommt wieder. Brote leer. Kappenstaubflasche. Interagieren Bild. Ein Bild, das scheint Sila wohl wichtig gewesen zu sein. Könnte das Seeheim sein? Ihr Heimatdorf? In Seeheim nach Hinweisen über Milbert suchen. Aber hier höre ich irgendwo ein Skelett. Verlorenen. Ist irgendwo ein Verlorener. Oder ein erwachter Verlorener. Ich brauche unbedingt dieses neue Kräuterelixier für meine Haare. Hört ihr das nicht? Hier ist irgendwo ein Verlorener. Ah, ihr. Danke nochmal für eure Hilfe. Ohne euch hätte die Unterstadt jetzt eine Menge. Ich weiß nicht, wo ich den Verlorenen finden soll. War die schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen die Zähne einschlagen. Geht weiter. Also Barackenplatz. Hier ist auch irgendwo. Man sagt, die Granate hört gerade selten an. Jeder mit auf meinem Funkenanstand sollte doch meinen weiten Bogen machen. Wo hab ich das nur? Die Unterstadt hat bald Probleme. Die werden bald Probleme mit Verlorenen haben. Kaverne. Ich mache mir wirklich gerade Sorgen um die Unterstadt. Fremdländer. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Ich mache mir wirklich gerade Sorgen um die Unterstadt.
Wenn die da schon Verlorene haben. So, Ziel wäre eigentlich als nächstes Flussheim, ne? Eine Seeheim, hier unten. Wieder an der Königsbucht. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!